In der Solarbranche herrscht Goldgräberstimmung. Investoren suchen Land auf Land ab nach Flächen für Solaranlagen. Das Wichtigste ist auch, dass man Entscheidungen halt einfach trifft, dass man einfach sagt ja oder nein. Auch im Norden fürchtet so manches Dorf, bald von Solarparks umzingelt zu sein. Hier sehen wir den Ort Stretense und alles, was hier orange markiert ist, soll nachher mit Solarplatten belegt werden. Stromerzeugung auf dem Acker erscheint lukrativer als Landwirtschaft. Alles, was diesseits ist, ist gedacht meinerseits als Park für Photovoltaik. Bis da vorne zu dem Wald ran. Doch in vielen Gemeinden stößt der Bau von Solaranlagen auf Skepsis. Die ganze rechte Seite, warum kommt die nicht weg? Bleiben Sie da auf der linken. Das Problem ist, wenn ich da jetzt einfach Zugeständnisse mache, was sind die anderen Themen? Was kommt noch? Wo heute Getreide, Mais oder Raps wachsen, könnten bald Solarmodule stehen. Nahrungsmittel produzieren oder lieber Strom. Wie entscheiden sich Kommunen? Die Gemeinde Pronsdorf in Schleswig-Holstein, nicht weit von Lübeck. Hier liegt das Gut der Familie zu Ranzau, seit mehr als 700 Jahren in ihrem Besitz. Die einzige Erbin, Tochter Anna. Sie soll die Ländereien einmal übernehmen. Zum Gut gehört auch Wald mit Douglasien, die gehegt werden müssen. Auf den Feldern dahinter will Graf Kaspar zu Ranzau einen Solarpark errichten. Ist das zu weit ab schon? Ja. Gut, dass du es schon alleine siehst. Ranzau hat die Zukunft des Betriebs und seiner Tochter im Blick. Denn im Vergleich zur Landwirtschaft erwartet er von Solarstrom verlässlichere Einnahmen. Dann wird es ein Anteil werden von gesamtbetriebswirtschaftlich von, ich denke mal, 25%. Aus dieser Sicht her hat es eine Riesenbedeutung, muss aber noch zugestimmt werden. Es gibt nur eine kleine Hürde. Und das merken wir ja überall, das ist nicht so leicht. Ne? Also was man politisch gerne möchte, was umgesetzt werden soll und wie schwer es ist, das nachher tatsächlich in die Tat umzusetzen, das zeigt sich ja jetzt täglich überall in Deutschland. Er kämpft schon seit mehr als 2 Jahren für sein Solarprojekt. Genau. Am Familientisch zum einen Alltagsprobleme. Gehen die Hühner jetzt eigentlich abends besser rein? Noch nicht. Müssen wir jetzt immer noch ins Bettchen gebracht werden. Aber ich glaube, die lernen das bald. Aber auch immer wieder die großen Zukunftsfragen. Nehmen Sie mal dieses Haus hier alleine. Da muss das Dach neu gedeckt werden. Sind jetzt schon 20 Bleiflecken drauf, weil Dachpfannen kaputt gegangen sind. Da haben Sie ganz schnell 500.000 Euro auf der Uhr, so ein Dach mal wieder neu zu machen. Und die sind nicht mal ebenso da. Auch dafür sind einem solche Einnahmequellen wie regenerative Energie auf einmal ganz, ganz maßgeblich. Aus der Sparkasse heraus kann man diese Dinge alle nicht bezahlen. Dafür ist die Einnahmesituation in Land- und Forstwirtschaft einfach zu gering. Wir haben ja viel Vermögen, aber wenig Liquidität. Und wenn das Solarprojekt scheitert? Dann muss man eben, wollen wir mal sagen, kleinere Schritte machen. Dann wird eben das eine oder andere noch in die nächste Generation reingeschoben, was ich gerne sozusagen selber schon erledigen würde, um dann Entlastung zu haben. Denn jede Zeit hat ihre eigenen Herausforderungen. Und wir würden gerne die Herausforderungen, die wir jetzt haben, komplett abarbeiten. Die Mehrheit des Gemeinderats von Pronsdorf ist zwar für Ranzaus Solarprojekt, viele Einwohner aber lehnen den Plan ab. Per Bürgerentscheid erreichten sie ein vorläufiges Bauverbot. Doch der Graf gibt nicht auf. Der Konflikt schwelt weiter. Damit Deutschland seine Klimaziele erreicht, soll die Stromversorgung bis 2035 fast vollständig durch erneuerbare Energien erfolgen. Bei gleichzeitig steigendem Stromverbrauch
etwa durch Elektroautos, Wärmepumpen, Digitalisierung. Die Ausbauziele der Bundesregierung. Der Stromanteil aus erneuerbaren Energien soll von zuletzt 44% bis 2030 nahezu verdoppelt werden, auf 80%. Dann würden Solaranlagen jährlich 215 Gigawatt Strom erzeugen. Und 2040 400 Gigawatt, auch da fast doppelt so viel. Dafür muss sich das Ausbautempo verdreifachen. 50% der Solaranlagen sollen auf Dächern, 50% auf Freiflächen entstehen. Dafür werden auch Felder und Wiesen überbaut. Voraussichtlich rund 1,7% des Agrarlands. Das sind 280.000 Hektar. Eine Fläche etwas größer als das Saarland. Auf den Ackerflächen in Mecklenburg-Vorpommern werden bisher vor allem Getreide und Ölsaaten angebaut. Die riesigen Felder sind aber auch für die Stromproduktion ideal. Investoren versuchen, sich dafür Land zu sichern. Und die Gemeinden werden mit Anfragen überrannt. Wir sind in Anklam, genauer im Ortsteil Stritense. Lange ein eigenständiges Dorf, dann eingemeindet. Gleich am Ortseingang ist ein Solarpark geplant. Einer der größten in Mecklenburg-Vorpommern. Traurig, kein schöner Anblick. Nee, und dann auch in alle Richtungen. Also egal, wo du hinguckst, überall hast du den Park. Ja. Das will das Dorf verhindern. Marco Schulz ist Ortsvorsteher. Er vertritt Stritense im Stadtrat von Anklam. Das Dorf hat schon immer von der Landwirtschaft gelebt. Und für uns ist es natürlich sehr, sehr bedauerlich, dass jetzt diese Flächen, die sich ja komplett ums Dorf ziehen, mit Solarpanelen belegt werden sollen. Und deswegen ist es für uns jetzt momentan auch gerade noch mal ja, eine sehr wehmütige Situation, wenn wir jetzt nach hinten gucken und dann sehen, wie der Traktor das letzte Mal wahrscheinlich die Flächen vorbereitet, um hier noch mal Kartoffeln zu legen. Für uns als Dorfbewohner ist es tatsächlich sehr traurig, was hier passiert. Das Land gehört einem Saatgutproduzenten aus Bayern. Mit Strom kann er mehr verdienen. Jörg Gumprecht weiß warum. Er ist Landwirtschaftsberater und wohnt selbst in Stritense. Im Schnitt reden wir hier von Pachtpreisen von 500 Euro, die man bei konventioneller Pacht bekommen würde. Und bei Photovoltaik geht es bis an die 3.000, 3.500 Euro pro Hektar und Jahr. Da geht es wirklich um sehr viel Geld. Geld, von dem der Ortsteil Stritense wohl kaum etwas hätte. Schon deshalb sind hier viele gegen die Anlage. Der Stadtrat von Anklam aber ist mehrheitlich dafür. Der Solarpark soll Gewerbesteuer in die Stadtkasse spülen. Als damals das Thema das erste Mal aufkam, haben wir ja aus der Presse erfahren, dass hier so etwas geplant ist. Für mich war das erstmal sehr befremdlich, dass so eine große Anlage hier vor Ort gebaut wird und man nicht versucht, die Einwohner vor Ort mitzunehmen. Die Einwohner haben sich einen Ortsvorsteher gewählt, das bin ich. Und zumindest ich als Ortsvorsteher hätte ja mit an den Tisch kommen müssen. Man hätte aus meiner Sicht mit mir gucken können, wie man Kompromisse findet, wie wir dann auch gemeinsam die Einwohner mit einbeziehen können. Das Genehmigungsverfahren läuft bereits. Hier wohne ich und wenn man jetzt in die Richtung guckt, dort wird nachher der Solarpark sein. Das heißt, ich kann direkt auf den Solarpark raufgucken. Wir sind ja dann wirklich von allen Seiten auch umzingelt mit erneuerbaren Energien. Wir haben hier Solar, wir haben in die Richtung Solar und auf den anderen beiden Seiten, man kann das hier sehen, die Windanlagen, dort Windpark und dort Windpark, sodass wir als Dorf einmal komplett umzingelt sind. Auf dem Papier sieht das so aus. Hier sehen wir den Ort Stritense. Und alles, was hier orange markiert ist, soll nachher mit Solarplatten belegt werden. Und man sieht von der Größenordnung jetzt, das ist das Dorf und dieser Bereich. Und hier, dort soll der Solarpark entstehen. Also mehr als das Zehnfache der Dorffläche wird nachher mit Solarplatten belegt. Und hier oben wird dann nochmal ein weiterer kleiner Solarpark gebaut.
sodass wir nachher wahrscheinlich das umweltfreundlichste Dorf in ganz Deutschland sein werden, zumindest was die Stromproduktion angeht. Und wenn man irgendwann mal nach Für den Investor verspricht der Solarpark, ein Millionengeschäft zu werden. Während Polstereibetreiber Sigmar Rostek über seinen gestiegenen Stromtarif schimpft. Ich bin der Meinung, die Firma sollte uns die Hälfte von den Energiekosten bezahlen. Damit wir die Belastung hier ein bisschen abfedern können damit. Weil wir haben die Belastung hier rundherum und der Strom wird immer teurer. Ich habe jetzt eine Preiserhöhung gekriegt von 32 auf 54 Cent die Kilowattstunde. Und das sehe ich nicht ein, da ich das bezahlen soll und habe die Windräder hier vor der Tür. Und das Teuerste daran ist eben der Solarstrom gewesen. Wenn ich einen anderen Tarif nehme, ist das eben billiger. Also ist für mich klar, Solarstrom ist nicht gut. Warum? Seine Meinung. Der Investor, dessen Pläne die Stritthenser nun beschäftigen, ist im Solargeschäft seit Jahren aktiv. Deutschlandweit. Für die Kommunalpolitiker aber ist das alles Neuland. Jeder Stadtvertreter hat dann einen solchen Ordner, entweder ausgedruckt, wie er hier liegt, oder dann digital zur Verfügung gestellt bekommen. Das sind mehr als 500 Seiten, die jeder Stadtvertreter durcharbeiten sollte. Wir sind alle ehrenamtlich tätig. Wir sind in der Regel nicht aus diesem Bereich. Also wir sind beruflich nicht in solchen Bereichen tätig. Das heißt, wir brauchen sehr lange, um uns das in Ruhe anzuschauen. Und so geht es nicht nur mir, sondern auch allen anderen Einwohnern. Und ich bin mir auch sehr sicher, dass es meinen Stadtvertreterkollegen so geht. Doch sie müssen entscheiden, ob der Megapark gebaut wird. Demnächst ist eine Infoveranstaltung geplant. Der Investor will sich den Fragen von Bürgern und Stadtvertretern stellen. Wir treffen ihn vorher im Bayerischen Berg im Gau, in der Nähe von Ingolstadt. Am Rande eines der größten Solarparks in Deutschland mit insgesamt rund 200 Hektar. E-Mobilität, Teil der Firmenphilosophie. Für Geschäftsführer Markus Brosch und seine Firma Anomar ist die Anlage Schornhof das Prestigeprojekt. 2021 war das erste volle Betriebsjahr und da hat schon die Gemeinde Berg im Gau Gewerbesteuer in Höhe von 400.000 Euro bekommen ab dem ersten Betriebsjahr. Und dementsprechend hat es ist eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten. Für den Grundstückseigentümer, der wohl natürlich eine höhere Pacht bekommt, genauso aber auch für die Kommune, die profitiert über diese Gewerbesteuereinnahmen. Und natürlich wir als Unternehmen profitieren natürlich auch, weil wir den Solarpark halt einfach langfristig betreiben. Das ist nicht immer so. Mitunter sind die Anlagen auch Spekulationsobjekte. Ein Investor baut und verkauft sie anschließend teuer. Der Käufer macht danach die hohen Kosten geltend. Auf Gewerbesteuer wartet die Kommune erstmal vergeblich. Markus Brosch will uns sein neuestes Bauprojekt ganz in der Nähe zeigen. Anomar betreibt rund 150 Anlagen in Deutschland. Etwa 70 weitere sind geplant. Wir haben aktuell so ein gutes Atomkraftwerk im Anlagenbestand. Also die vielen Solarparks, die 150 zusammen, ergeben ein gutes Atomkraftwerk. Von der Anlagenleistung, also das ist ein gutes Gigawatt. Momentan herrscht in dem Markt einfach Goldgräberstimmung. Natürlich wir als Firma Anomar, die halt einfach auch schon lange in dem Markt halt einfach auch tätig sind, also haben natürlich da schon einen gewissen Anspruch, dass man da uns einfach einen Marktanteil halt einfach auch sichern. Deshalb sieht sich die Firma auch im Norden nach geeigneten Flächen um. Natürlich hat Mecklenburg-Vorpommern einfach einen Vorteil im Vergleich zu Bayern, dass natürlich die Flächen einfach viel größer vorhanden sind. Und weniger Eigentümer oft. Natürlich und weniger Eigentümer. Du hast halt einfach oft bei einer 50 Hektar oder einer 100 Hektar Fläche hast du oft einen Ansprechpartner. Wir haben es hier erlebt, diese Erweiterungsfläche mit 60 Hektar, da hatten wir 50 Grundstückseigentümer. Am Ende lassen sich Grundstückseigentümer am ehesten durch die Aussicht auf höhere Pachtpreise überzeugen. Eine Folge: Der Ausbau der Solarenergie treibt die Preise für Agrarland mit nach oben. Zwei
2010 lag der Pachtpreis für Acker und Grünland pro Hektar im Schnitt bei 204 Euro. 2020 schon bei 329 Euro. Ein Anstieg um 61%. Für viele Landwirte nicht mehr bezahlbar. Sie geben auf. Sehen Sie sich eigentlich in Konkurrenz zur Nahrungsmittelproduktion? Nein, auf keinen Fall. Sind Sie aber hier ja jetzt? Man muss halt einfach auch wirklich sehen, welcher Anteil fließt denn eigentlich in die Nahrungsmittelproduktion, in die direkte Nahrungsmittelproduktion. Weil von unserer 100% Anbaufläche, die wir zur Verfügung haben, gehen 22% in die direkte Nahrungsmittelproduktion, 60% gehen aber in die Futtermittelproduktion. Für Tiere. Es kommt natürlich auch wieder zu den Nahrungsmitteln zurück. Aber ich glaube, das ist schon so ein Thema. Da musste ich halt einfach mal vielleicht dann doch nur das qualitativ hochwertige Steak oder so kaufen. Und das ist, glaube ich, schon so ein Thema, wo wir uns vielleicht in Zukunft auch mal ein bisschen auch an uns selber schauen müssen, wo geht denn da unsere Reise halt einfach auch hin. In Stretense werden wir Markus Brosch wieder treffen. Zurück im Norden in Pronsdorf. Noch gilt das Bauverbot für Solar auf den Feldern des Grafen zu Rantzau. Er würde es gern umgehen. Dabei helfen könnte ihm ein Kompromissvorschlag, über den heute im Gemeinderat abgestimmt wird. Im Konzept enthalten, leicht verändert, auch die Felder des Grafen. Ich sag mal, zu 95% geht das heute durch. So ist meine Einschätzung. Es sei denn, es gibt irgendwelche Bedenken, dass die Abstimmung gar nicht zustande kommt. Dass wir sozusagen den Punkt von der Tagesordnung nehmen, weil irgendjemand mit irgendwas aus dem Sack kommt, womit wir jetzt alle nicht gerechnet haben. Ich sag mal einfach, vor Überraschung ist man im Leben nie sicher. Die Kamera muss draußen bleiben. Rantzau gehört der CDU-Mehrheitsfraktion an. Sie steht geschlossen hinter dem Kompromissvorschlag. Kommt er durch, so Rantzaus Kalkül, könnte das Bauverbot auf seinen Feldern wegfallen. 3 Stunden später. Das Ergebnis. Die Grundlage dafür, dass es überhaupt weitergehen konnte, war die Zustimmung zum Rahmenkonzept. Das ist heute erfolgt. Insofern sind wir einen Schritt weiter. Aber es ist noch keine Fläche ausgewählt worden. Das wäre dann der nächste Schritt. Sein Projekt könnte also doch vorankommen. Was sagen die Pronsdorfer? Einer von ihnen, Richard Fehrmann. Es ist für mich sehr chaotisch gewesen, unvorbereitet, weil ich hätte eigentlich erwartet, heute als Bürger, dass sich die Gemeindevertreter gerade zu diesem Thema Photovoltaik etwas besser vorbereitet hätten, um uns mit ins Boot zu holen. In der Demokratie streitet man sich, das ist vollkommen klar. Aber respektvolles miteinander umgehen und faires Verhalten und vor allen Dingen auch diese Transparenz zu dem Bürger, die fehlt mir. Also ich fand den Verlauf weder überraschend. Ich wusste im Vorfeld, wer sich mit Kommentaren wenig zurückhalten wird. Es war für niemanden von uns überraschend. Nur ist es immer, wenn man unterschiedliche Meinungen vertritt. Es muss nicht immer der Klügere nachgeben, nicht? Da werden regelmäßig dümmere Entscheidungen getroffen und das sollten wir vermeiden. Gut möglich, dass in Pronsdorf weiterhin die Fetzen fliegen. 3 Monate später. Nichts ist vorangegangen. Die Gegner des Solarparks sind vor Gericht gezogen und haben erreicht, dass das Bauverbot weiterhin gilt. Bis Ende des Jahres sind die Flächen des Grafen aus dem Rennen. Es wäre nichts gegen einzuwenden gewesen, gegen sein gesamtes Projekt, wenn man von vornherein sauber und ordentlich gespielt hätte und das vorgetragen hätte und die Bürger mit einbezogen hätte. Was haltet ihr davon, das und das vor und so weiter? Dann wäre nichts passiert. Richtig. Das wäre alles ordentlich und sauber gelaufen. Aber so ging das nur hintenrum ein Gemahle und ja. Da muss sich jeder verarscht vorgekommen haben. Während dieses ganzen Prozederes insgesamt wurde derart viel schmutzige Wäsche gewaschen, was auch ins Persönliche bei mir reinging, wo ich beleidigt, verunglimpft und wie das auf dem Land heißt, geschludert wurde über mich. Dagegen hätte ich ja gar nichts.
Aber das war alles so, das hat alles dann kumuliert. Peter Krug ist Gemeinderatsmitglied in Prohnsdorf. Ronald Wiedekamp, Altbürgermeister. Ihre Gruppe ist durchaus für Solarenergie, aber für kleinere Anlagen. Sie kritisieren, dass die Gemeinde von dem Projekt des Grafen zu wenig profitieren würde. Das sind eigentlich Peanuts im Verhältnis zu dem, was die Investitionssumme betrifft und was vor allen Dingen die langjährigen Verdienstmöglichkeiten für den Flächeneigentümer betrifft. Also es wären 200.000 Euro im Jahr gewesen, ist ja nicht wenig. Aber trotzdem im Verhältnis zu dem, was möglich wäre, Peanuts. Krug und seine Mitstreiter haben eine Wählergemeinschaft gegründet. Jetzt schmieden sie eigene Pläne, wollen den Ausbau von Solarstrom nach ihren Vorstellungen vorantreiben. Wir suchen einen Investor. Wir akquirieren die Flächen. Und zwar in einer Weise, dass kein einziger von uns hier, der dieses Projekt betreibt, persönliche Interessen hat an dem Projekt. Es ist nicht interessengetrieben, sondern bürgerfreundlich. Und dass jeder Bürger in Prohnsdorf das Recht hat, den günstigen Strom zu erwerben. Genau. Auch wenn er nicht investiert. Demnächst wollen sie eine sogenannte Bürgersolaranlage besichtigen. Um die Klimaziele der Bundesregierung zu erreichen, muss es schnell gehen mit dem Ausbau der Sonnenenergie. Auch deshalb sind Megasolarparks auf Feldern und Wiesen attraktiv. Dabei müssen Landwirtschaft und Stromerzeugung aber nicht immer miteinander konkurrieren. Es gibt Alternativen. Wir sind in Rathenow in Brandenburg, nicht weit von Berlin. Hier betreibt die Firma Sun Farming ihre Forschungsanlage. Oben Solarpaneele, darunter Tierhaltung oder Ackerbau. Agri-Photovoltaik nennt sich das. Peter Schrumm ist Geschäftsführer der Firma. Die sind alle, ich sag mal, mehr oder weniger als freilaufende, glückliche Enten und Hühner hier unterwegs. Und wenn man das mal anfasst hier, da können Sie hier mal gucken. Also es ist jetzt, ohne dass viel Sonne da ist, schon eine Wärme da. Ja. Das sind schon sehr tierwohlfreundliche Anlagen, ne? Weil man in einem großen Bereich ganz, ganz viele Tiere auch verstreut, sage ich mal, haben kann. Die Legehennen jedenfalls scheinen sich wohl zu fühlen. Die Sammelnester, die Deutschen bauen, sehen dann immer so aus. Ne? So, okay. Alles Edelstahl, hält 300 Jahre, mindestens 40 Jahre muss das halten. Und ich dachte erst, da setzt sich kein Huhn rein, weil ist ja kalt, Edelstahl. Aber das, wenn man das ordentlich mit Stroh auslegt, legen sich da 15 Hühner in die Reihe, wenn das sein muss. Wie sich Eier- und Stromproduktion kombinieren lassen, hat die Firma im Ausland erprobt. In Ländern, wo Solarpaneele die Tiere auch vor großer Hitze schützen. In Deutschland steckt Agri-Photovoltaik noch in den Anfängen. Es ist einfach verboten gewesen, landwirtschaftlichen Boden zu bebauen, bis vor 8 Monaten. Bis Robert Habeck gesagt hat, wir brauchen das Land, sonst kommen wir nicht, unsere Ziele zu erfüllen. Und dann haben wir gesagt, okay, dann nehmen wir die Anlagen, die wir in der Entwicklungshilfe schon entwickelt hatten. Und als wir in Deutschland dann durften, waren wir ja fertig. Neben Geflügel lassen sich auch Mutterkühe und Kälber unter Solardächern halten. Die Tiere leben im Freilauf. So sieht das aus zwischen den Modulen. Da können Trecker fahren bei uns. Und so sieht das aus, wenn die Tiere unter den Modulen ganzjährig oder das ganze Jahr über auch sich bewegen. Und die jungen hier Tiere, die Spaß haben draußen und auch sehr zutraulich sind, die fühlen sich ja sichtlich wohl. Ne? Das gibt es nur in dieser Form. Gras und Klee wachsen unter den Modulen auch noch mit weniger Licht. Ein Vorteil, bei Hitze verdunstet Feuchtigkeit unter den Solarflächen langsamer. Sun Farming experimentiert hier mit vielen Pflanzen, von Gemüse über Beeren bis zu Wein. Die Anlage ist eine Art Showroom. Auch für Landwirte, die dieser Anbauform skeptisch gegenüberstehen. Es ist nicht nur alles vorteilhaft. Man müsste sich auch umstellen und viele ältere Landwirte wollen das auch nicht mehr. Es müssen neue, junge Landwirte, Ackerhelden, sage ich mal, sein, die die Versorgung von Deutschland auch im Umfeld der Städte so gerne machen möchten.
Jetzt im Frühjahr wird neu angepflanzt. Michael Bleiker ist Betriebsleiter der Versuchsstation. Er setzt heute Kartoffeln zum ersten Mal. Jetzt haben wir die Linda. Haben zum Teil schöne Namen da. Also wir setzen hier einfach fröhlich weiter. Dann zack, zack. Hier wechselt dann die Kartoffelsorte. Der Boden hier besteht vor allem aus Sand, versetzt mit etwas Kompost. Kunstdünger setzt Bleiker nicht ein. Auch keine Spritzmittel. Denn die Module, sagt er, schützen vor Bakterien und Schimmelpilzen. Für den Getreideanbau eignet sich Agri-Photovoltaik nicht. Ein Mähdrescher käme hier nicht mehr durch. Mit Gemüse aber funktioniert es gut, so Bleikers Erfahrung aus dem vergangenen Jahr. Das sind Kohlrabi-Pflänzchen. Sortenname Gigant. Im ersten Jahr hätte ich jetzt nicht gedacht unbedingt, dass die Pflanzen so gut wachsen. Schon weil halt das nicht normal ist, dass man seine Flächen so verschattet durch irgendwelche Paneelen oder so, aber trotzdem ist es da besser gewachsen als erwartet. Überraschungen gibt es immer wieder. Wir verlassen das Forschungsprojekt und verabreden, zur Erntezeit wiederzukommen. 3 Monate später. Die Firma erwartet Besuch aus Berlin. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck will die Anlage besichtigen. Agri-Photovoltaik, für die Klima- und Ausbauziele der Bundesregierung ein Baustein mehr. Es wird Tiergesundheit jetzt gemonitort, ja. Oder worauf achtet ihr ganz genau? Die ganze Anlage ist nur, was kann man in Deutschland, Norddeutschland oder im Norden oder Osten Deutschlands bei dieser Lichtgüte, die wir haben, unter den Modulen vom Gemüse, vom Gras, von der Artenvielfaltspflanze machen. Das ist hochinteressant, ja, hochinteressant, ja. Erstmal das zu wissen, wie fühlen sich Tiere wohl unter Modulen. Projekte wie dieses sollen auch der Sorge von Kritikern entgegenwirken, dass Solaranlagen durchweg Ackerflächen kosten. Jeder ist herzlich willkommen zum Nacken. Ja, könnt ihr das noch ein bisschen erläutern? Ja. Also jetzt auch hier, ich meine, das sieht ja erstmal prachtvoll aus. Genau. Also, das heißt, Licht reicht. Also kurz gesagt, hier haben wir es immer in 5 Reihen aufgeteilt, damit wir die 5 Reihen separat ernten können und sagen, hier ist mehr Licht, da ist weniger Licht, da ist mehr Schatten und ja, schauen, wie sich die Pflanzen verhalten. Auch der Kohlrabi, Sorte Gigant, verdient jetzt seinen Namen. Das ist jetzt, meinst du, zu holzig noch, oder wie? Ja, ganz außen ist zu holzig, inwendig ist gut. Ja, das hat Lebensmittelverschwendung, das hat das Holzige mit. Der Minister verschwendet keine Lebensmittel. Einnahmen durch Strom- und Nahrungsmittelproduktion. Noch dazu auf kargen Böden. Gut für den Landwirt und gut fürs Klima, findet der Wirtschaftsminister. Doch in der Regel müssen ehrenamtliche Kommunalpolitiker über Projekte finanzstarker Investoren entscheiden. Ohne Landwirtschaftsanteil und ohne versierte Beratung. Soll das so bleiben? Ich fand es immer wertvoll, dass die Kommunen über ihr Bauland, über ihre Nutzung selber entscheiden konnten. Den Kommunen das jetzt wegzunehmen, wie es bei der Windplanung häufig passiert ist, dass man sagt, das machen wir eine Landesplanung und dann müssen sich die Kommunen quasi können sich einbringen, aber sie können dann nicht mehr wirklich mitentscheiden, wie die Landesplanung aussieht. Das scheint mir bei Photovoltaik noch zu früh oder vielleicht auch gar nicht richtig zu sein. Zurück in Anklam im Ortsteil Stretense. Heute findet die Infoveranstaltung zum geplanten Megasolarpark statt. Ortsvorsteher Marco Schulz glaubt nicht, dass man das Projekt noch verhindern kann. Aber vielleicht etwas herausholen für das Dorf. Investor Markus Brosch stellt sich häufig aufgebrachten Bürgern. Heute gemeinsam mit dem Bürgermeister von Anklam. In Stretense ist es die 2. Veranstaltung dieser Art.
sind dankbar dafür, dass diese Veranstaltung heute durchgeführt wird. Und wir drücken unseren Dank bitte damit aus, dass wir uns sachlich äußern, dass wir die Emotionen hier im Zaum halten und dass wir versuchen, nicht versuchen, wir wollen hier auf gar keinen Fall beleidigend werden. Im Publikum auch Mitglieder der Anklammer Stadtvertretung. Sie werden darüber abstimmen, ob der Megapark gebaut werden darf. In einem ersten Beschluss war die Mehrheit der Stadtvertreter dafür. Aber hier in Stretense herrscht weiter Gegenwind. Wir verstehen uns als Partner. Wir wollen einfach Partner vom Grundstückseigentümer, Partner natürlich auch von Ihnen, von den Anwohnern sein, aber auch wir als Unternehmen. Wenn alle natürlich dann profitieren und die Stadt natürlich auch, dann ist es eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten. Wir nehmen den Strom aus dem Solarpark, kaufen Windstrom hinzu, kaufen Wasserstrom hinzu und machen einen 100% Grünstrom, den wir Ihnen vor Ort anbieten. Momentan, was kostet momentan der Strom, wenn Sie ihn kaufen? 54 Cent. Ich hätte gesagt 40 Cent so ungefähr. Wir können Ihnen den momentan so anbieten, so für 30 bis 35 Cent. Die Transformation findet jetzt statt. Jetzt ist die Frage, ob man davon halt einfach ein grünes Kuchenstück von der Torte halt einfach abhaben will. Die Dorfbewohner befürchten trotzdem, dass sie den Solarpark zwar vor der Nase, aber nichts von den Einnahmen haben werden. Sind wir gerade in Verform? Sie sagten zum Anfang, dass Sie jetzt in der Lage sind, den Solarstrom für 5 Cent die Kilowattstunde herzustellen. Da wäre es doch eine ganz tolle Idee, wenn Sie einfach sagen, Sie würden den Heimatstrom für 15 Cent an für die Bürger. Wir produzieren den Strom in den Solarparks für 5 Cent. Das ist da auch mit einkalkuliert. Den geben wir weiter. Also im Prinzip zu null. Bloß das, was dann oben drauf kommt, sind Netzentgelte, Stromsteuer, Umlagen, Pipapo. Und dann komme ich auf den Preis bei 15 Cent. Das wird gar nicht gehen, weil da müsste man Minusproduktion haben. Verstehen Sie? Das ist das, was möglich ist. Da sind uns die Hände ein bisschen gebunden. Wir reden hier von einer hochsensiblen landwirtschaftlichen Region. Und die Träger öffentlicher Belange, ich denke mir das nicht aus. Hier steht, es bestehen erhebliche Bedenken wegen der überwiegend landwirtschaftlichen Nutzung, umgeben von hochsensiblen Naturräumen, mit Vorhandensein von geschützten Vogelarten. Und es wird alles ausgehebelt mit einem Paragraphen, der von der Bundesregierung entschieden wurde, dass das öffentliche Interesse und die öffentliche Sicherheit überwiegt. Damit können Sie alles aushebeln zurzeit. Wenn Sie dementsprechend das jetzt auch so ausführen, ja auch mit den landwirtschaftlichen Beratern hier auch sind, dann wissen Sie ja auch, dass diese Flächen mit Nitrat belastet sind. Unter den Solarpanelen kann sich der Boden erholen, verspricht Brosch. 30 Jahre lang würden dort nur Gräser und Blühpflanzen wachsen. Ein Rückzugsort zudem für Insekten und Niederwild. Doch schon meldet sich der nächste Kritiker. Haben Sie mal nach Süden geguckt zu den Windrädern? Ich kann nicht sagen, was die den ganzen Tag gemacht haben. Und ich kann nicht noch weil sie gestanden sind. Ja, aber genau. das kann ich Ihnen ganz einfach beantworten. Regeleingriffe im erneuerbaren Energienbereich finden 97% bei Windkraftanlagen statt und nur 3% bei Solarkraftanlagen. Ja, das hat ja nichts damit zu tun, dass wir hier in Mecklenburg-Vorpommern schon so viel Strom produzieren, dass wir ihn gar nicht mehr hier selbst verbrauchen können. Das heißt, wir müssen ihn teuer wegtransportieren. In Zukunft wird sich einfach ein Gewerbebetrieb dort ansiedeln, wo er günstigen Strom hat. Und das ist eine Riesenchance, die wir doch jetzt momentan einfach haben, nicht nur Nahrungsmittellieferant zu sein, sondern auch Energielieferant. Michael Galander ist Bürgermeister von Anklam. Seine Partei, eine Freie Wählergemeinschaft, steht geschlossen hinter dem Projekt. Wir wollen grünes Gewerbegebiet haben, wenn sich neue Unternehmen ansiedeln. Und das wird ein Standortvorteil für die Stadt Anklam sein, weil die Unternehmen grüne Produkte zukünftig nachweisen müssen, dass sie grün oder möglichst CO2-frei hergestellt werden. Ansonsten kriegen sie ihre Produkte nicht mehr verkauft. Wenn wir das nicht wollen, und wenn wir uns hinstellen und sagen, es hat alles nur Nachteile, ja gut, dann ist das so. Die Frage ist nur, wo steht Anklam dabei? Stehen wir vorne mit drin oder laufen wir dann irgendwann hinterher? Und diese Frage wird auch mit diesem Projekt hier entschieden. Danke. Die Zukunft mitgestalten, als Region nicht abgehängt werden. Das wollen auch die Bürger von Stretense. Nur, sie fühlen sich nach wie vor übergangen. Wieso haben Sie von den 308 Hektar 150 Hektar genommen, die direkt am Ort sind, und die anderen 150, die weit weg sind, werden nicht bebaut?
um uns zu ärgern? Oder? Nein. Sie haben sich mal mit den Dorfbewohnern einfach mal unterhalten. Damit schafft man nämlich Vertrauen und damit schafft man auch Akzeptanz. Das haben Sie nicht geschafft in den letzten 2 Jahren. Das sehe ich jetzt ein bisschen anders. Einfach die richtige Antwort jetzt geben. Nein, Sie haben nichts gemacht. Warum sagen Sie das nicht einfach? Sie reden um den Brei herum. Einfach auf aber was erwarten Sie? Was erwarten Sie? Genau. Wir können, was erwarten Sie? Was soll ich machen? Soll ich bei Ihnen vorbeikommen? Sollen wir uns zusammensetzen? Kann ich gerne machen. Mach ich, kein Problem. Ich komme gerne bei Ihnen vorbei und dann setzen wir uns zusammen. Wir kommen aus der Dorfstraße raus und fahren direkt auf die Anlage zu. Wäre das denn nun ein Kompromiss, dass Sie die rechte Seite da denn weglassen? Dass man sagt, hier in der Ortschaft noch mal ein bisschen mehr Einkühlung oder sowas. Das kann ich mir gut vorstellen, dass Sie sagen, aber das Problem ist, wenn ich da halt jetzt einfach Zugeständnisse mache, was sind die anderen Themen? Was kommt noch? Herr Bosch, nur ganz kurz, weil wir gerade bei dem Thema entgegenkommen sind. Ich will das nur noch mal für die Einwohner noch mal darstellen und gucken, ob ich es richtig verstanden habe. Also Sie haben jetzt angeboten, dieses Stück rauszunehmen. Habe ich das richtig verstanden? Wenn wir dann jetzt vom Verfahren und so weiter halt einfach weiterkommen, wenn das dann für alle glücklich sind und wir einfach da mitkommen, dann können wir das gerne. Ja, okay, gut. Okay? Die Sanierung der alten Dorfschule und eine neue Ausstattung für den Spielplatz, vorausgesetzt der Solarpark kommt. Das wurde den Bewohnern versprochen. Ob das Solarfeld ein Stück weit vom Ortseingang weggerückt wird, steht immerhin zur Diskussion. Gut 3 Monate später. Kartoffelernte in Stretense. Der hier geplante Solarpark steckt zwar noch immer im Genehmigungsprozess, dass er gebaut wird, steht aber nicht mehr in Zweifel. Ortsvorsteher Marco Schulz und sein Nachbar Janek Rostek zeigen uns, was noch geändert wurde. Wir konnten noch raushandeln, dass wir hier vorne auch so einen Bereich haben. Das wird ungefähr 1,5 Hektar werden das sein, der dann auch nicht mit Paneelen belegt wird. Ich sag mal, das sind ungefähr noch mal 300 Meter in die Richtung hoch und dann schräg rüber bis hinten zum Wald hin. Die Fläche, die soll nachher nicht mit Paneelen belegt sein, sodass wir wirklich aus dem Dorf heraus links und rechtsseitig dann keine Paneele haben. Und wie ist jetzt die Stimmung im Dorf? Wir sind natürlich nicht 100%ig zufrieden, das muss man ganz deutlich sagen. Wir würden uns natürlich wünschen, dass der Park noch weiter wegrückt vom Dorf. Aber letztlich mit einem Kompromiss muss man leben. Also ein Kompromiss oder ein guter Kompromiss besteht daraus, dass beide Seiten unzufrieden sind. Und genau das haben wir jetzt, glaube ich. Von daher bin ich zumindest damit zufrieden, dass wir wenigstens etwas rausschlagen konnten. Man muss es. Wir kommen da nicht gegen an. Es ist einfach traurig, es ist so. Gut. Auch Solarstrom hat seinen Preis. Nicht nur in Stretense wird man sich bald an den Anblick von Photovoltaikanlagen gewöhnen müssen. In Wöbelin bei Schwerin wurde viel dafür getan, Konflikte früher zu entschärfen. Hier gibt es eine Anlage, von der auch die Bewohner profitieren. Bürgermeisterin Viola Tonn und ihr Stellvertreter Martin Ewert haben die Kollegen aus Pronsdorf zur Besichtigung ihres Bürgerenergieparks eingeladen. Sehr schön. Wunderschönen guten Tag. Sie haben uns gefunden hier. Guten Tag. Frau Tonn, ja, und mein Name ist Peter Krug, wir haben kommuniziert. Ich grüße Sie recht herzlich. Ich danke, dass wir hier sein dürfen. Sehr schön. Hallo. Peter Krug und seine Mitstreiter wollen wissen, wie es Wöbelin geschafft hat, das Projekt zu verwirklichen. Wir haben hier 2015 den Grundstein gelegt und innerhalb von 3 Monaten haben wir diese Anlage erbaut. Aha. Da gehört diese dazu und auch diese dort hinten. Da gehen wir nachher nochmal hin. Ja. Es ist komplett Gemeindefläche hier. Ja, das ist, ne? Das ist eben das Wichtige. Ja. Wem gehört denn jetzt die Anlage? Wer ist Eigentümer? Die Gesellschaft ist eine 50-50-Gesellschaft zwischen Naturstrom und der Gemeinde Wöbelin. Das heißt, auch die Erträge werden halbiert. Dazu kommt die Pacht für die gemeindeeigene Fläche. Trotzdem war es auch in Wöbelin nicht ganz so einfach, die Bewohner zu überzeugen.
Wir sind als erstes angefangen, Energiemessen zu machen, die Bürger einzuladen, da ein Event zu machen, da etwas zu machen. Wir haben Flyer, Fragebögen rumgeschickt. Genau. Kommunikation ist das Wichtigste. Ganz wichtig. Man muss ein Beispiel schaffen im Dorf, damit die Leute auch was zum Anfassen haben. Außerdem lernen wir in diesem Prozess, wie wir mit den Behörden umzugehen haben, wie wir mit den Leuten umzugehen haben. Ich sage einfach, genau, anfangen, lernen, Fehler machen. Ja. Entweder ich mache es richtig oder ich lerne. Ja, ja. Okay, ja. Danach geht's zum zweiten Teil des Bürgerparks. Müssen wir jetzt hier durch? Wir müssen jetzt hier durch. Oh Gott, oh Gott. Aber das schaffen wir. Birgit, bitte. Das schaffen wir. Mit den Einnahmen aus dem Solarpark unterstützt Wirbelin auch soziale Projekte: einen Jugendclub, den Kindergarten, Schulen. Für Pronsdorf alles noch in weiter Ferne. Aber machbar, meint die Bürgermeisterin. Das müssen wir Bürger in die Hand nehmen. So sieht es aus. So sehen wir das auch. Da muss man kämpfen. Und auch wir hatten es in der Gemeindevertretung nicht ganz einfach. Und wir haben dann auch immer also viel, viel eingeworben an Menschen, die uns unterstützen wollen. Und so haben wir auch die Gemeindevertretung, die wirklich da auch mitarbeitet, weil ich brauche die Mehrheit. Wenn die Mehrheit nicht da ist, kann ich das alles vergessen. Ja, da müssen wir noch dran arbeiten. Ja, ja, ja. Alles nicht so einfach in Pronsdorf. Aber das haben wir auch gelöst. Hier sind viele, viele, viele beteiligt. An der Wertschöpfung sind viele beteiligt. Die Akzeptanz ist breiter bei allem. Und das ist natürlich ein großer Vorteil. Aber in Pronsdorf ist es wesentlich schwieriger, weil wir keine eigenen Flächen haben. So brauchen wir Landwirte, die sagen, Mensch, ich habe da meine Stücke und da könnten wir das probieren. Aber die musst du finden. Das ist das Problem. Wie viele Landwirte haben Sie denn schon im Boot? Zahlen will ich und darf ich noch nicht nennen. Aber es beginnt, ja, doch. Wir hoffen und wir hoffen, dass es auch gelingt. Mehr können wir im Moment nicht machen. Wir wissen auch alle genau, dass sich die Zeiten ändern, auch im Kopf, die Denke, in der Politik, auch bei dem einzelnen Bürger auf dem flachen Land. Und dass wir sicherlich, oder hoffentlich sicherlich nicht, aber hoffentlich nicht so lange brauchen wie Wirbelin. Zu Hause steht also noch Überzeugungsarbeit an. Wir sind noch einmal dort in Pronsdorf und mit dem Grafen zu Rantzau verabredet. Er muss jetzt damit leben, dass ein Gericht das Bauverbot auf seinen Feldern bestätigt hat. Bis Ende des Jahres darf er keine Anlage errichten. Ich sag mal, vor Gericht oder vor See ist man in Gottes Hand, nicht? Und ich habe da nicht so mit gerechnet, aber so ist es eben. Das sehe ich sehr unemotional. Hätten sich die Bürger in Pronsdorf für seinen Solarpark ausgesprochen, könnte auf Rantzaus Acker schon Strom erzeugt werden. Jetzt muss er die Auseinandersetzung weiterführen. Wir sind auf jeden Fall ja noch nicht so, dass wir von der Platte geputzt sind, sondern wir können ja durchaus berechtigte Hoffnung anmelden, dass wir es diesmal schaffen können. Zwar mit Verzögerung, 2 Jahre sind weg, aber doch zum Ziel kommen können. Und das ist eine Perspektive, die doch positiv ist. Und wie steht er zu den Plänen seiner Widersacher, Bürgerenergieparks zu bauen? Die Sache ist ja gut und richtig. Und ich freue mich darüber, dass wir sozusagen in diesem Punkt ja jetzt auf einer Linie stehen, dass wir grundsätzlich das für eine richtige Idee halten. Wir können anfangen, uns zu streiten, was ist groß und was ist klein. Das ist aber ziemlich albern, denke ich. Fest steht doch eins: Wir brauchen, wenn wir tatsächlich diese Idee umsetzen wollen, wirklich große Flächen. Anders werden wir das Problem nicht in den Griff kriegen. Pronsdorf, Stritthense, Rathenow. Während unserer Recherchen haben wir fast nur Menschen getroffen, die Solarenergie gut und wichtig finden. Doch wo gebaut werden soll, wollen die Anwohner mitentscheiden und von den Einnahmen profitieren. Um die Ausbauziele der Bundesregierung zu erreichen, wichtige Faktoren. Und damit auch für den Erfolg der Klimawende.